Hallo und aller herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Gerade noch nur mit mir, der Erik ist zwar schon auf dem Server, der ist wahrscheinlich irgendwo noch in der Luft. Was ist das, weiß ich nicht. War gerade irgendwie ein komisches Fehlgeräusch. Der macht irgendwie gerade noch, der ist gerade kurz AFK. Und dann dachte ich mir, ich kann ja schon mal anfangen. Weil wir heute noch ein bisschen was schaffen wollten. Ich hoffe, der kommt gleich wieder. Aber wir haben ja in der letzten Folge. Mit. Aua. Sehe ich noch normale Fackeln. Das ersetzt man durch Baumstämme auch. Das war geplant auf jeden Fall. Ich unter anderem. Habe ich geplant. Was habe ich denn geplant? Ich wollte auf jeden Fall. Unsere nächsten Pläne sind natürlich neue Biome finden. Unter anderem natürlich Dschungel und Wüste und sowas. Ah, scheiße. Das will das mal finden. Und dann einen ordentlichen Lagerraum. Weil, das geht so nicht. Das können wir rein, das können wir rein. Erde kann mal rein, Leder kann auch mal weg. Die Fische können auch mal weg. Halt, dass da halt das ganze Zeug. Ach, da oben steht er ja schon. Oder der war gerade auch noch nicht da, oder? Weiß ich nicht. So. Ja. Und eventuell gucke ich mal, dass ich einen Platz für eine Baumfarm finde. Oder wir einen Platz für eine Baumfarm finden. Dass wir dann nicht mal. Unser ständiges Holzproblem haben. Was ich machen wollte mit dem Lagerhaus, ich wollte das unter Wasser bauen. Scheiße, dass der so ein fettes Loch war. Eigentlich theoretisch da hinten irgendwo. Warum habe ich jetzt nur 30 Frames? Was soll der Käse denn? Merkwürdig. Weil hier jetzt schon die Neverwarzenfarm kommt. Eventuell, ich muss mal gucken, wie das mit dem Platz passt. Denn was wir ja haben jetzt, sind ja die geilen, was ist schnell durcheinander hier? Genau, die Tränke der Unterwasseratmung. Das heißt, die nehme ich mir schon mal. Ja. Und was sonst so geht, weiß ich gerade gar nicht. Ich würde vorschlagen, ich bereite einfach schon mal alles vor. Wir fangen dann auch schon an. Die lasse ich mal hier. Schaufel und eine Spitzhacke brauche ich. Den brauche ich auch. Glowstone ist, glaube ich, wichtig. Das ist eine Pflanze. Guck mal hier rein. Trocken kann auch weg. Ja, das mit den Tieren funktioniert, glaube ich, immer noch nicht. Die Spitzhacke nehme ich auch noch mit. Dass diese machen halt immer noch. Irgendwie kann sich nicht fortpflanzen, das ist immer noch sehr merkwürdig. Fichtenholzzahn brauche ich, glaube nicht. Eichenblätter, ich muss mal kurz gucken. Ich weiß, da hinten war noch irgendwie was, ne? Der Weg zum Stall. Ja, wir müssen mit der Größe gucken. Wir werden ja definitiv noch später expandieren, wenn das alles nicht mehr passt. Das ist ja auch außer Frage. Wo bleibt der denn? Der ist schon mal da oben, ich sehe ihn, ja, das ist schon mal gut. Ich brauche eine neue Rüstung, oder? Sehr merkwürdig. Genau. Ja, der Baum steht jetzt halt da drüber. Das ist mir aber gar nicht so schlecht. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, gut. Dann müssen wir hier noch ein bisschen mit dem Eingang gucken, ne? Hier ist Kacke. Ich glaube, ich mache das wirklich. Wie gesagt, ich brauche dann auf jeden Fall auch Glas. Fällt mir mal so ein. Glas. Also eventuell. Ich kann ja schon mal die Fläche ausmessen. Ne, was ich zuerst machen kann, ist, ich kann zuerst mal. Ach, scheiße, habe ich jetzt weggelegt. Ne? Ah, die Axt, die brauche ich noch. Ich habe hier noch was drin. Ich muss gerade ein bisschen spielen, ich weiß nämlich nicht, oh, eine Spitzhacke, die nehme ich mal mit, das ist gut, nehme ich auch mal mit.
Was haben wir? Ton, Sand. Sand ist gut. Dann kann ich nämlich zu Glas verarbeiten. Ja, dann nehme ich auch mal so ein Stack mit zum Radigen eventuell. Macht der denn da oben? Stein, ne, will ich nicht. Ich will. Glas. Ich habe ein bisschen Kohle von unten. Ich habe schon so, ich wollte ungefähr so. Mal hier rein. Ich habe halt mir so gedacht, dass ich halt viel Glas dafür benutze. Das mit, ich würde sagen Birkenholz, weil Birkenholz mag ich in der Rohform sehr. Tür braucht das Ganze auch noch. Das Kohle ist gut. Mal überlegen, ob ich das. Habe ich auch noch nicht. Und das hier ersetze ich durch Eichenstämme. Aber das finde ich sieht einfach besser aus. Huch. Dann fange ich schon an. Und wie gesagt, dann kommt noch irgendwo an Land dann natürlich eine Holzfarm bzw. eine Baumfarm hin. Bis hier unten. Hallo? Er bewegt sich auch noch nicht da oben. Hallo, oh, Morgen, was geht ab? Alter, hast du mich erschreckt. Ich habe extra aufgewartet. Ja, nur Ich Spaß. musste einmal tief ausatmen, das wollte ich dir ersparen. Deswegen habe ich mich kurz gemutet. Ach so, ja, das hast du nicht nur mir, sondern auch den Zuschauern erspart. Ich habe schon. Ah, bist du schon in der Folge Ich, oder was? ja, ich habe schon angefangen, aber ich wollte jetzt nicht warten. Habe halt so ein bisschen erklärt, was jetzt der Plan ist mit dem Unterwasser-Lagerhaus, mit der Waldfarm und du mit deiner Ach Neverfarm. so, nicht schlecht. So, ich brach Ja. gerade schon, obwohl ich einen Bin Wund. drauf, ja, sicherlich. Bist du drauf? Ich bin schon Ja, drauf, ja. ich habe lustigerweise, ich habe gerade nochmal auf den Server geguckt, da war wieder ein bisschen was zerbombt, habe ich so das Gefühl gehabt. Nicht im Ernst. Ja, wir hatten nämlich letztens, das kann man vielleicht mal erzählen, bin ich kurz auf den Server gejoint, um mal wieder alles abzuhören, da hinten unsere Farm. Und dann war das hier alles weg. Und das da unten, das Holz war zum Teil weg. Die Brücke war weg. Da hinten war irgendwo was kaputt. War fast alles weg hier. Ein Glück hat er ein Backup. Da ist irgendwie wohl was kaputt gegangen, als wenn ich da war. Also, Ja, weiß ich auch nicht. Das war aber vorhin auch wieder. Zwar nicht so zwar nicht extrem, aber weiß nicht, da waren irgendwie. das ist falsch. Kann auch sein, dass da Ah. nehme ich darum ein neues Backup aufgehauen. Und Ja, ich weiß. ja genau, und dann habe ich eben auch noch. Oh, Sonnenuntergang, top. Und dann habe ich halt noch ein paar Sachen upgraded. Also wie heißt. Update, so, die waren mich ein bisschen veraltet, kann sein, dass das daran lag. Ja, vielleicht so. Hey. So. Was kann ich mir, was habe ich denn dann? Habe ich eine Rüstung an? Ja, gut. Weiß ich mal alles gar nicht. Check Was dich. hast du denn jetzt für sofort geplant? Was hattest du denn jetzt vor? Jetzt gerade. Ja, weiß nicht, weiß ja nicht. Also du wirst wahrscheinlich wieder an der Never Farm da Genau, weiterarbeiten. Ja, das ist nämlich ganz gut. wollte ich mal wieder anfangen. Ja, und ich wollte jetzt erstmal ein bisschen. Ich lasse gerade Sand durch für Glas. Und dann, wollte ich jetzt noch ein bisschen Holz, Rohstoff sammeln, um dann anzufangen mit der Unterwasserfarm. Ah ja. Hast du schon eine Idee, wo du die hinballerst? Ich wollte die ursprünglich da hinten ins Wasser tun, aber da ist irgendwie so ein ganz komisch fettes Loch. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Ach du. Das war Deswegen, ein Schankfehler, weißt du? ja, deswegen packe ich das jetzt hier so links von deiner Neverfarm rein. So da. Ja gut.
Also allzu groß verdienen die Farm ja auch nicht, ne? Ist ja so ein bisschen unterirdisch. Naja, mach ruhig. Ich mach auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, so zwei Ebenen erstmal mit je 20 Kisten. Boah, ich würde mal sagen, da haben wir erstmal was. Jetzt sollte, was wollte ich denn jetzt holen? Treppen. Müssen wir überlegen. Ja, wir haben auch gut wieder Folgen hochgeladen. Beziehungsweise ich. Hab noch irgendwie drei auf der, oder vier auf der Festplatte übrig. Ja. Müssen wir so wieder aufnehmen. Ich habe echt Bock. Ja, heute wird ein langer Tag, habe ich gehört. Ja, und Spaß kann ja auch schon morgen werden. So, hier runter. Shadow. Ist ja nur ein billiges Skelett. Läuft das Skelett einfach die Leiter hoch und verpisst sich. Alles klar. Kleiner Noob, du. So. Eine Schaufel. Ja, aber ich, die brauche ich erstmal nicht. Da hat was gecreept. Was ist bei dir? Tatsache, das. Alles gut, alles gut. Ich habe nur gewartet, bis der Creeper das Skelett umgebracht hat. So, habe ich ein bisschen Stein. So. Ach, scheiße, war. Kommt ja noch ein zweites hin, dann kommt hier die Treppe, hier, hier, dann müsste der Zaun. So, so. So, gut. Ja, man weiß, was von angekommen ist, habe ich dir ja schon gesagt. Mein neues Bett ist angekommen. Ja, stimmt, der Erik hat ein neues Bett und dann alles hat er kaputt gemacht. Der Depp. Ja, das soll ich sagen, ne? Dann wissen die Zuschauer ja nicht, aber nun ist raus. Ja, mein altes Bett ist ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe mich draufgesetzt und dann, oh, was soll ich sagen, bin halt ein bisschen zu dick gerannt. Da ist einfach mal Das eben wollte ich alles gerade kaputt. eigentlich sagen. Ach so. Nee, diesmal disse ich mich selber, bevor du es tust. So, ich hole jetzt erstmal ein bisschen. Das Holz brauche ich nämlich auch für den Weg und natürlich auch. Als erstes mache ich nämlich gleich noch was anderes. Da steht noch einer. Dann brauche ich gleich mal Birken und ich möchte ihn aber nicht bei unserem Haus abbauen, das wäre irgendwie Kacke. Und ich habe mir jetzt auch, mir ist gerade so spontan eingefallen, wie wir das mit unseren Pferden machen, wie wir die absichern können, also Ja, noch eine weil wir Tür. brauchen da noch eine Tür, ne? Ich habe den Weg ja schon hingebaut. Ach, guck mal hier, Berge, das ist Also schon genau, gut. ich hab mir schon gedacht, aber da braucht man irgendwie, brauche ich Schleim dafür. Ich brauche mindestens vier Schleimbälle. Gut, ich habe keine. Nee, ich weiß, ich auch nicht. Die finden Wie wäre wir das im jetzt nochmal? Sumpfgebiet oder so weiter in der Richtung. Da laufen Schleims rum. Was, ich vergesse. Ich habe vor 2 Sekunden dieses scheiß Tor gemacht, schon wieder vergessen. So, zack, zack. Ja, danke. Genau, das möchte ich. Da machen wir nämlich ganz einfach mit Kolben, ne? Kennst ja. Ach so, ja, ich, ja, das ist eine gute Ja, Idee. dann kannst du einfach so einen Schalter umlegen, dann gehen die ganzen Dinger runter. Kannst du rausreiten und wenn du wieder reingehst, kannst du einfach den Schalter wieder umlegen, dann gehen die Dinger wieder hoch. So. Also überlegt, das ist ja eigentlich ganz gute Idee. Ja. Brauchen wir auf alle Fälle ein paar Schleimdinger, damit ich diese Klebekolben da machen kann. Ja, ich weiß. So, ich habe überlegt, Erik, Ja. wenn wir jetzt aus der Rechtstür rausgehen, also der Weg zu unserer Farm, ne? Genau. Da labere ich jetzt geradeaus nochmal ein Tor, dann würde ich da vorschlagen, gleich die, oder nachher, irgendwann mal die Baumpfannen zu planten, weil dann haue ich hier ein paar Bäume weg schon. Dass wir hier Platz So, haben. stimmt, genau. Wir wollten noch mal so eine dicke Farm machen, genau. Eine Baumfarm brauchen wir, ja, mit allen Baumsorten. Wir haben noch was zu tun. Das wird nicht langweilig. Ich habe zuerst vor, jetzt mal das Unterwasserlager zu machen. Kommt einer an? Ja. Guten Tag. Da. Wir brauchen mal neue Hunde. Nein, brauchen wir nicht, sonst gibt es wieder Schlägereien. Nein, die können wir dann auch irgendwie getrennt aufbewahren. Alter, wie viele fucking Zombies jetzt hier sind, das nervt Ja, ist voll. doch, dann können wir uns beide eine Hundehütte machen. Das Wäre wäre voll nicht schlecht. nice. Aber ich brauche mehr Birke. So, ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Birke und ein bisschen Glas und dann messe ich schon mal unten ab. So, wie groß sollen denn die Baum. Ach komm, ich hol jetzt hier erstmal ein bisschen was weg. Soll der Geiz. Im Zweifel bepflanzen wir das halt neu. Ein schöner, großer, uralter Baum. Jetzt nicht mehr. Das Becke. Das ist gut.
Boah, wenn ich hätte ich Bock hätte, auch mal so ein Dschungel, ne? Und ja, wie gesagt, neue Biome müssen wir auch mal machen, ja. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt die beiden, die drei Projekte noch fertig, also Farm für Tränke noch. What the fuck, da hat ein Zombie mit einer Schaufel in der Hand. Ja, das passiert, aber die können nichts. Spawnt jetzt eine Schaufel? Spawn halt manchmal mit Schaufel, das geht. Wenn du auf Hardcore als Beispiel spielst, dann haben die auch Rüstung oder sowas. Das weiß ich. Genau. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil wenn du die dann killst, dann kannst du aber mal von denen teilweise sogar verzauberte Rüstung. Das haben die kriegen. Teilweise auch, glaube ich, im Normalmode, wenn ich mich richtig erinnere. Also das hatte ich zumindest mal. Ja, aber das ist aber auch eher dann selten. Ja. Weißt du, was wir gleich nochmal ausprobieren müssen? Was los? Ob die Tiere wieder richtig funktionieren. Ob die wieder richtig funktionieren, ja. Wenn wir nachgucken müssen, ob die richtig funktionieren, ob die wieder richtig Bock haben. Den Bock haben die, kommt halt nichts bei raus. Ist sie gelaufen, impotent. Ja, aber alle, und das ist richtig dämlich. Ja, Inzucht halt, ne? Aber läuft da halt nicht. Ja, mit der Zeit, dann läuft das halt nicht mehr. Das wäre voll krass, wenn das jetzt wirklich in Minecraft so ist. Ach, warte, ey, das ist doch. Da würde ich mal ein bisschen. Wenn du dir mal das Huhn in Minecraft genau angeguckt hast, ergibt das so oder so gar keinen Sinn. Ich meine, das hat ja diese Lappen, sag ich mal, diese Haaren, diese. Keine Ahnung, diese Lappen. Ach, die vom Haar, ne? Genau, vom Haar. Das ist ja aber ein weibliches Huhn, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, jetzt, wo du das fällt mir auch auf. Ja, das ergibt ja so oder so keinen Sinn. Das Ach, das sollte man nicht zu viel hinterfragen. Ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben, ne? Naja, ist richtig. Und dann der Diamantenspitzhacke ist weit weg, würde ich sagen. Ist verbraucht bald. Echt? Na. Ja, also noch ein Stück, ne, aber ist schon im orangenen Bereich. Wie viel habe ich denn jetzt? 64, damit kann man doch schon mal anfangen hier. Obwohl, finde ich ein bisschen mit. Und was wir auch mal brauchen, wäre irgendwie so eine Ofenfarm, wo wir einfach mal richtig viel... Ich hatte vor, in den Lagerraum auch gleichzeitig ein paar Öfen reinzuhauen, so eine Ofenwand, weißt du? Genau, so eine dicke Wand, genau. Ja, das hatte ich vor, das war schon eingeplant. Genau, achso, gut, das ist ja das ist echt top ist das, weißt du? Ja, ja, so ein kleiner Nebenraum. Ja, genau, hab ich mir auch gedacht. Finde ich echt cool. Vor allem praktisch, wenn man dann wirklich mal ein bisschen Glas farmen will... Mal, habe ich jetzt wirklich alle Birken hier dagegen weggerotzt? Na egal, kann ich schon mit Begradigungsarbeiten so anfangen. So, was willst du denn jetzt? Oh, hallo Creeperle. Oh, da ging er hoch. Ja. Das ist nicht schlimm, wir müssen das eh nochmal später begradigen hier. So viel ist es ja auch nicht. Erde haben wir, glaube ich, genug. Noch gar nicht mal so viel, aber ich wette, wir werden das ja definitiv viel später mal begradigen. Ja, sicher. Ich glaube, da wollen wir aber so durchrennen, wenn wir da was abholzen wollen. Ja, wir werden auf jeden Fall auf eine Ebene bringen. Ja, komm her, du als Zombie, dann stirb halt. Das ist echt so armselig mit drei Öfen. Ja, lass das Glas mal das drin, das ist für mich. Achso, ich muss es gerade raustun. Ja, aber ne, das brauche ich. Muss ja auch mal was backen. Ja. Brauche nämlich ganz viel Stein. Stein ist gut. Unten in der Kiste sind noch ein bisschen normaler Stein. Habe ich hier noch was? Irgendwas Praktisches, was ich jetzt brauche? Sieht nicht so aus. Achso, dein Glas kann ich dir kurz geben, wenn du es bewegst. Ja, ich brauch's mal kurz eben. Über 64 reichen die, ich hab noch mehr. Ja, gib mal alles, was du hast, ich brauche eine Menge. Oh, ich brauche, weißt du was? Hier, gib doch mal 30, den Rest will ich haben. Ja, alles klar. Dann mach ich auf jeden Fall das hier einmal. So, und in den letzten Folgen haben wir auch das Angeln ein bisschen ausgebessert. Ja, das hat wunderbar funktioniert, ey. So, war doch eigentlich ganz gut. Hast immer die seltensten Fische bekommen. Spaß, ja, ja. Geht eigentlich voll klar. Ich weiß nicht, ob die so selten waren. Weiß ich gar nicht. Ich wollte vorhin eigentlich mal gucken, wie selten die Drop-Chance für so einen Skelettschädel ist, also den wir hier bekommen den haben. Wither-Schädel? Genau, genau. Habe ich ganz vergessen. Wollte ich dann nachgucken, ist danach. Kann ich gleich mal machen. Nicht hergegangen. Würde mich nämlich interessieren, weil die müssen ja eigentlich schon recht selten sein. Irgendwie mit unter 10% wette ich drauf. So viel ist das nicht auf jeden Fall, ja.
Nee, kann er auch gar nicht. Aber wie hoch die ist, das werden wir auf jeden Fall nicht mehr diese Folge erfahren. Ja, wie lange machst du denn schon? Ich bin jetzt bei 20 Minuten. Au, oh, shit, ja gut, dann Leute. Ich hatte dann 7 Minuten angefangen. Aber ich mal eben noch den Weg hier mal fertig. So, jetzt habe ich nämlich die normalen Holzbretter Planken durch Baumstämme ersetzt. Das sieht vielleicht in so einem Waldhaus hier ein bisschen schöner aus. Dann rüste ich mich jetzt aus und das brauche ich zum Beispiel nicht. Oh, dann können wir nächste Folge richtig durchstarten, würde ich sagen. Ah. Bin ich wieder voll dabei. Dann setze ich gleich nochmal auf den Birkensetzling, aber das brauche ich dann alles. Die Äpfel brauche ich zum Beispiel nicht. Ich habe jetzt ein paar Äpfel mal bekommen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Findet man eigentlich recht oft, oder nicht? Wir haben halt selten Bäume abgeholzt, war. Ja, ich habe am Anfang ein paar Mal abgeholzt, ne, aber danach hatte ich auch nicht mehr. Zwei Pfeile, alles klar. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sortiere jetzt mal noch kurz mein Inventar. Ja, bis nächste Folge, Leute. Ja, genau, und dann geht's los. Dann geht's wieder richtig los. Haut rein. Ciao.